Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir und Monsieur Cuisine. Heute mal wieder ein Klassiker aus der italienischen Küche, nämlich Penne all'arrabbiata. Das ist ein Rezept aus der Kategorie Blitzrezepte, sprich es ist super schnell fertig und kommt noch dazu mit total wenig Zutaten aus, die man normalerweise auch immer zu Hause hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und später auch beim Nachkochen. Das ist nach original italienischem Rezept, deswegen auch die wenigen Zutaten, nämlich nur Petersilie, Chili, Knoblauch, Salz, Pfeffer, gehackte Tomaten, Olivenöl und nicht zu vergessen natürlich die Penne. Bei mir in dem Fall Vollkornpelle, deswegen sind die auch so dunkel. Und das ist auch gleichzeitig genau das, was ich so an der italienischen Küche liebe, nämlich dass sie ohne viel Shishi auskommt, sondern einfach die einzelnen Produkte für sich sprechen lässt. Als allererstes setze ich das Nudelwasser auf. Als erstes kommen Chili und Knoblauch in den Mixtopf. Die drei Chilis, die ich jetzt hier habe, sind schon echt was für Fortgeschrittene. Also ich würde eher ein oder zwei Chilis empfehlen, zumal diese Orangenen auch wirklich eine sehr milde Sorte sind. Chili und Knoblauch werden für 6 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. Das Ganze einfach mit dem Spatel nach unten schieben. Dazu kommen jetzt noch 10 Gramm Olivenöl. Den Deckel ohne Messbecher aufsetzen. Und auf der Autofunktion anbraten, für 3 Minuten anschwitzen. Jetzt kommen die 400 Gramm gehackte Dosentomaten mit dazu, Pfeffer nach Belieben und eine ordentliche Prise Salz. Den Deckel aufsetzen, Messbecher nicht vergessen und dann nur noch die Soße für 15 Minuten auf Stufe 1 bei 100 Grad einkochen. Meine Nudeln haben eine ungefähre Kochzeit von 7 Minuten, deshalb gebe ich sie jetzt ins Wasser. Thank you.
Ungefähr 30 Sekunden vor Ende der Kochzeit gebe ich dann noch die gehackte Petersilie mit dazu. Ich gebe hier zum Schluss noch etwas geriebenen Parmesan darüber. Wer das Gericht aber vegan halten möchte, kann auch gerne mein Rezept für veganen Parmesan ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Oder schaut auch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Bis bald, ihr Lieben!